Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir können auch auf dem anderen sammeln, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Sandboxing Episode 6 angeblich. Inzwischen weiß ich es nicht mehr. Deathmapping Reloaded. Das. Wo es weiterhin. Ja, willkommen zurück. Man merkt, wir sind super wach. Nochmal für die, die das auch später auf YouTube gucken, die im Chat sind, haben es wahrscheinlich schon eben gehört im Präsabbeln. Wir sind beide ein wenig durch vom Wochenende. Also falls das, was wir sagen, keinen Sinn macht, bis die Race kommt. Oder falls wir heute in guter Manier zu oft die Wörter Drogen, Plantage und verrückter Alter verwenden. Dann ist es auch. Wir haben für alles eine Begründung heute. Das ganze Grau. So. Ja. Wup. Ja, wie gesagt, letztes Mal haben wir als kleines Recap angefangen, unser Dörfchen auszumappen. Und ich hatte gesagt, dass ich das Ganze noch ein bisschen über die Woche weitermache. Das habe ich auch, tatsächlich. Los, Heffel! Zeige das Machwerk, dann können wir wieder online gehen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht fertig. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe angefangen, das Dorf ein bisschen ordentlicher auszumappen. Es könnte sich halt, sag ich mal, noch durchaus ändern, wie gesagt. Aber ich habe so angefangen, so ein bisschen. Die Größen sind noch nicht alle perfekt und so, aber das werde ich dann anpassen, wenn es dazu kommt. Aber das ist jetzt momentan, was ich jetzt schon mal so grob ausgemappt habe. Halt die äußere Palisadenwand, da kommen halt noch die ganzen Häuser hin, da bin ich noch nicht zu gekommen. Ich muss die Brauerei noch wieder reinmachen. Und so, aber ich habe so langsam angefangen, das Dorf auszumappen. Von dem, was wir das letzte Mal gesketcht hatten. Und habe gerade irgendwie eine halbe Stunde vor dem Stream noch eben schnell einen, wie heißt das, so ein Old Paper, so eine Textur noch drüber geschmissen, damit es irgendwie cool aussieht. Oh, nicht wirklich, aber so ein bisschen. So sieht doch nice aus mit Dreck. Man muss es ja so ein bisschen einalten, könnte man es nennen. Ja, wie gesagt. Das ist so ein bisschen, wie weit ich gekommen bin. Ich werde über die nächste Woche dann wahrscheinlich, je nachdem, wie sehr die Sachen für die APC meine Zeit fressen und halt die übliche Arbeit und so, werde ich die Map wahrscheinlich dann, sag ich mal, zu Ende füllen mit den stadtrelevanten Sachen. Und falls wir jetzt in die Umgebung des Dorfes noch Zeug einfügen, werde ich das dann sozusagen hier dran erweitern. Und dann wird es im Endeffekt eine Nahaufnahme der Stadt halt geben, was so in sich das hier ist, sozusagen, die Stadt und die nähere Umgebung. Und dann wird es eine große Map geben, wo halt alles drauf ist. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Denn wir wollten so ein bisschen mit euch im Chat und generell auch untereinander brainstormen, was wir noch so für Orte ganz gerne hätten in dem, in dem Krater, Schrägstrich, in dem Tal, Schrägstrich, in dem Zenoten oder Sinkhole oder wie auch immer wir es nennen wollen. Das Ding, wo das Dorf drin liegt. Weil aus Orten ergeben sich ja auch immer schon mal ziemlich coole Questgelegenheiten und auch Zeug halt einfach, was die Spieler finden und erkunden können. Hey Justicon, welcome. Hey ho. Welcome. Da ist unser Klassensprecher. Gut, da muss ich das nicht mehr machen. Sehr gut! Er kann dann das endgültig unter den Tisch rutschen heute. Ich mach mal die Bastelcam an. Ich weiß noch schon nicht, ob wir die heute brauchen. Das ist der Vorteil, dass ich nicht mehr das große Mikro verwende. Ich kann jetzt unter den Tisch sinken und man hört mich noch genauso laut wie vorher. Was ist denn da auf der Insel? Das fragen alle. Ich kann es noch nichts mal eben. Ihr habt nichts sehen. Das auf der Insel war so ein bisschen, ich habe halt überlegt, was man auf die Insel machen könnte, und eine Idee, die ich immer ganz nice finde, ist, wenn die Spieler halt zum Beispiel dann das erste Mal, die kommen zum Beispiel dann von rechts so aus dem Waldteil in die Stadt halt rein, und wenn die dann das erste Mal das Dorf links raus verlassen in Richtung der Farm, dass die dann halt diese Insel sehen und so zwischen so ein paar Bäumen so einen Steinturm, so einen gemauerten. Und dann kann man da zum Beispiel, eine der Ideen, die wir hatten, war, oder die ich gerade in den Raum geschmissen hatte, war eventuell, dass das ein verlassenes Anwesen ist oder sowas in die Richtung. Oder auf jeden Fall ein Turm und eventuell noch ein Gebäude, was zum Beispiel als Player-Housing fungieren kann, als ein mögliches Player-Housing. Ne? Natürlich mit angehängten Quests und so.
wie man, dass die das kriegen im Endeffekt, aber das wäre zum Beispiel was Cooles, weil dann haben die diese kleine Insel, um sich daraus was zu machen. Yep. Willkommen, Schokomann, auch dir. Und vor allem kann man das, habe ich questdesignmäßig sehr, sehr geil verbinden. Ja. Und das ist halt, was ich so grob angedeutet habe, sieht man wahrscheinlich so nicht so gut, dass da eventuell eine kaputte Brücke ist. Das heißt, die Spieler können dann, je nachdem halt, zum Beispiel wenn auch Leute sagen, sie finden einfach nur das Dorf schön, so von dem, wie wir es geplant haben und wollen da vielleicht gar nicht so den Horror-Effekt drin haben, kann man zum Beispiel sagen, dass man einfach nur das Dorf nimmt und sagt, ja, das ist ein Player-Housing oder so, ne, dass die bekommen können, wenn die irgendwelche Quests spenden. Ne, und können dann die Brücke fixen und haben sozusagen dann diesen kleinen Space für sich, wo die ein bisschen was machen können. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Gäbe natürlich noch andere Möglichkeiten. Der Klassiker ist natürlich, dass die, sag ich mal, sich mit dem Barkeeper anfreunden aus der lokalen Taverne und dann da umsonst wohnen dürfen. Oder dass die ein anderes Haus beziehen. Das ist natürlich alles machbar. Aber ich finde immer diese Idee geil, dass eine der Möglichkeiten ist halt, dass du so ein bisschen sowas hast, was so ein bisschen abgelegen ist vom Rest. Wo die so ihr eigenes Ding machen können, wenn die das wollen. Also kurz gesagt, das, was Umrin auch jetzt gemacht hat, gibt den Spielern ein Haus und lass sie machen. Und guck, lass sie machen und ja, wie Löffel gesagt hat. Sorry. Ich, wie gesagt, nicht so wach heute. Falls ich sinnlos reinbrabbel, brüllt mich an. Ja, wie gesagt. Und heute geht es so ein bisschen größtenteils um. Ich muss die Paprika irgendwie. Was? Das gar nicht, was du meinst. So, ne? Da. Wir wollten heute so ein bisschen mit euch Ideen sammeln, was so um das Dorf rumliegen könnte. Es wird in Caps Lock nach mir geschrien im Chat, ich habe nur keine Ahnung warum. Du hast doch gerade gesagt, die Leute sollen doch schreien. Achso, okay. Man merkt, wie gesagt, ich bin nicht selber. Ihr merkt also schon, wir vergessen das Gesagte sofort. Gilt nicht nur für Löffel, auch für mich. Wir haben 10 nach 8 gestartet. Das sind 10 Minuten. Aber du hast noch nicht so viel verpasst, Niklas. Wir sind heute ein wenig. Reicht das denn nicht? Wir sind heute ein wenig dörpig müde vom Wochenende, dementsprechend. Man merkt das vor allem bei mir, weil ich langsam verrecke. Deswegen machen wir heute nicht ganz. Ach, das merkt man bei dir? Hm? Ich habe jetzt schon Probleme, dem zu folgen. Aber deswegen machen wir auch heute mehr Ideen sammeln und vielleicht ein bisschen kritzeln. Ja. Und den Rest arbeite ich dann aus. Ein alter kaputter Baum, wo Liebesbriefe ausgetauscht und gelagert werden. Ja, sowas kann man immer schön machen. Da kann man dann, ja, das ist cool. Das ist eine schöne Idee. Da kann man dann eventuell. Vor allem eine nette Idee. Das könnten wir. Ich kann ja auch nochmal. Moment, das mache ich. Ich finde, das wäre auch eine nette Idee für den Förster, der sich voll aufregt, dass irgendwelche Leute grundsätzlich dann in den Baum irgendwelche Schnitzereien reinmachen. Ja, dass Leute immer die Bäume ruinieren. Das ist geil. PC, warum? Blip. Weil da machen wir das stattdessen was anderes. Ich mache einfach dieses jenes. Moment. Wupp. Das ist ja nicht sehr formschön, was ich hier gemacht habe. Das sehen wir aber nochmal. Ach Gott. Wolltest du wieder die Leute? Nee, ich versuche gerade was zu bauen. Aber es will nicht ganz, wie ich es will. Und dann ignoriert das einfach, was ich hier gerade mache, Kinder. Das habt ihr nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Wie hat man denn nach mir geschrien? Das würde mich interessieren. Weil immer nach dir geschrien wird. Du bist immer an allem schuld. Wir können ja hier unten nochmal so ein Ding machen. Tal Locations. Das können die Leute natürlich nicht sehen, weil topnotch Planung. Ich bin für einen creepigen Ort mitten im Wald auf einer Lichtung, wo in einem Viereck
so Steinhaufen angelegt sind, die aus Steinplatten bestehen, die praktisch mit einem großen Beginn, dann eine kleinere und darauf noch eine kleinere. Und in der Mitte ist ein weiterer von diesem Steinhaufen, an dem eine Kette angebracht ist. Jemand ruft mich gerade an. 2 Sekunden. Ich muss das eben fügen. Nicht dran gehen. Es wird jemand schreien nach dem. Und es werde nicht ich sein. Ich will gerade nicht. So. Oh, ich. Ach ja. Oh, großer Gott. Menschen, ich weiß, dass ihr was von mir wollt, aber nicht während ich streame. Und vor allem nicht, während ich gerade versuche, für die Leute zu Hause was zu bauen, dass sie so wenigstens so halb lesen können. So. So, das sieht doch schon besser aus. Ja. So, was hatten wir? Ein alter kaputter Baum. Das kann ich ja schon mal. Wir brauchen eine Liste und dann. Da kann man dann zum Beispiel, wenn man sowas macht, drüber nachdenken, ob man eventuell so eine Romeo und Julia Kiste da einbaut. Weißt du, dass du irgendwie sowas hast mit 2 verfeindeten Familien? Warum nicht? Klar. So, es geht ja. Ist getauscht, / gelagert. Ja, so ist es immer gut. So eine alte, genau, so eine halb versunkene Brücke. Das könnte ja vielleicht die sein, die zur Insel führt. Ja, die kaputte, ne? Ja. Ja. Dann. Ein Baumhaus ist immer nice. Mit lokalen Verrückten. Wir wollten ja sowieso einen lokalen Spinner. Das ist ja mal. Den man dann. Das, oh, da, du kannst denen ja mal, während ich eben tippe, kannst du denen von der Einsiedler-Idee erzählen. Ich weiß nicht, ob wir die schon erwähnt hatten. Die Einsiedler, ich glaube noch nicht. Also, wir hatten spontan überlegt, dass wir praktisch im Wald oder am Wald ein etwas grenzdebilen, weiß nicht, sogar ein Holzfäller? Oder Jäger? Wir hatten so die Idee eventuell von einem Hunter, einem Holzfäller oder einem Magiebegabten, ja. Der nicht so, sag ich mal, der. Also einen leicht grenzwilden Typen in der Nähe des Waldes anzulegen. Ja, weit ab von der ursprünglichen Siedlung. Der eventuell nicht so betroffen ist wie die anderen. Oder nee, anders gesagt, ja, der. Ja, wo man halt nicht weiß, ob das, was er sagt, also wie weit da der Wahnsinn drin ist. Also er hat halt immer wieder. Also er sagt ihm praktisch die Wahrheit, also so wie es auf Weg ist. Aber die Frage ist halt, ob ihm geglaubt wird, weil er nun mal ja, ne? Das ist sehr schön, eine alte Tür, die so mitten auf einer. Viel Richtung andere Sachen auch erzählt. Ja. Was Hans van Dampf gerade sagt, auf einer Lichtung oder einer kleinen Anhöhe, eine modrige Tür, die einfach nur dasteht. Da kannst du Spieler einen ganzen Abend mit beschäftigen, mit sowas. Ah, eine mürrige. Ich finde eigentlich cooler, einfach mitten aus so einer Lichtung, oder würde ich jetzt sagen, praktisch so ein Tor. So ein Gittertor wie auf dem Friedhof. Ja, das Ding mit der Tür ist halt, weil, wenn das so eine normale Haustür ist, hast du halt dieses, die denken dann, dass es irgendwie ein Portal ist oder sowas. Weißt du? Weil das ist so dieses, so eine Gittertür könnte da noch sein. Weißt du, das könnte zum Beispiel auch noch was sein. Vielleicht ein Überrest von dem, sag ich mal, von dem ursprünglichen Dorf. Von dem, was vielleicht kaputt gegangen ist während dem Absturz. Ja, aber wenn da einfach nur so eine Tür steht, das hat immer so einen gewissen Effekt auf Spieler. Weil das hoch irritierend ist. Aber ich schreib's erstmal auf. Mitten auf. Lichtung, / an Höhe. Weil die einfach nur da steht. Und, ja, so ist gut. Dann hatten wir ja noch diesen alten Schrein, hatten wir ja mal gesagt. Ja. Mitten im Wald.
Kann die Tür was? Das können wir dann ja überlegen. Naja, es ist nicht, sie kann aufgehen. Sie kann aufgehen. Das ist halt das Ding. Du kannst halt natürlich auch einfach nur sagen, die steht da vielleicht noch als Überrest oder so. Ist ein Fehler in der Matrix. Die ist einfach gespawnt. Nein, falsch aber platziert. Die schwebt auch so leicht. Das wäre auch nicht schlecht. Moin, Nari. Nö, nicht wirklich. Wir sammeln heute. Jetzt trudeln sie langsam alle ein. Wir sammeln heute ein bisschen Ideen, was sonst noch so in dem Tal, Zenote, Sinkhole, wie auch immer, sein könnte. Was wir momentan hatten, war vorgeschlagen Einsiedler? Wurde... Was? Ein Einsiedler und ein Liebesbaum. Ja, und eine Tür, die mitten auf einer Lichtung oder Anhöhe steht. Dann hatten wir noch den alten Schrein, der mitten im Wald war, den wir schon damals gesagt hatten, den wir ganz cool finden. Dann hatten wir eine halb versunkene Brücke in dem Fluss, die zu der Insel führt. Ich kann gleich auch gerne nochmal die Karte zeigen. Ja. Das ist halt so ein bisschen, wir sammeln so heute, weil ich und Dennis beide so ein bisschen lell sind, sammeln wir heute vor allem Ideen und mappen vielleicht gleich auch noch ein bisschen. Mal gucken. Das kann man zum Beispiel auch machen, dass die Tür halt eigentlich, also dass man sich für die Tür nichts festlegt, sondern man so ein bisschen guckt, eventuell, wo die Spieler hintendieren. Oder vielleicht fällt ihnen später noch was Cooles ein. Was könnte man denn noch so machen? Wir hatten ja schon mal die Idee noch gehabt, das kann man überlegen, inwieweit das ist. Wir haben ja auch bisher irgendwo Holz beschaffen und haben Holzfäller, ne? Mhm. Man könnte ja auch sein, dass die, das wäre eine schöne Questidee, dass die in die Stadt kommen und halt in der Taverne siehst du halt ganz viele Leute, sehr so Holzfäller-Typen. Ja. Und dann, dass die sich, sag ich, ihren ursprünglichen Ort nicht mehr hintrauen. Ja, weil da irgendwas nicht stimmt. Ja, das heißt, wir haben praktisch, wie nennt man das? Da könnten die praktisch eine verfallene oder etwas, ja, praktisch noch ein intaktes kleines Mini aus ein paar, Häusern bestehendes Mini-Dörflein im Wald entdecken, wo halt diese Holzfäller gewohnt haben. Ja, dass die Holzfäller sozusagen ihr eigenes Lager hatten. Genau. Ja, genau, das mit der verlassenen Mine hatten wir. Genau, Dennis, du kannst denen ja die Idee erzählen von dem Zwergending, was wir hatten. Das steht auch oben in der Google Docs. Dieses mit dem Zwergenvorort, was wir hatten, worüber wir geredet hatten. Eventuell das Dorf bezüglich und die neutrale Entität entgegen. Ich kann dir auch gerne nochmal eben den Google Docs Link in Teamspeak reinhauen, falls du ihn nicht hast. Warte kurz, wenn mir bricht hier. Kannst du schon mal anfangen? Ich steig ein. Das wird nicht so langweilig. Ja, wie gesagt, entschuldigt Leute, das ist diesmal wirklich, heute alles, ist echt so. Ich werde jetzt gleich dann wieder wach. Ja genau, das Tal hat relativ steile Hänge, halt warum ich da jetzt gerade drauf gekommen war, ich und Dennis hatten halt darüber geredet, dass es, wie heißt es schon, eventuell vor dem Dorf da halt eine Ansiedlung gab, also schon bevor... Das meinst du, ja genau, ist, das cool. Meinte ich. Bezüglich auf die Dorfentität und wer das sein könnte. Deswegen, darüber waren wir. Achso, ja, jetzt kommen wir auch zurück. Hahaha. Also, ich war mit der Mine etwas verwirrt gerade. Und zwar hatten wir praktisch gesagt, dass das jetzige Dorf auf vielleicht einer alten Anlage, vielleicht eine alte Festung errichtet wurde. Was halt Sinn macht, dass es vielleicht so nach unten hin so Zugänge zu Katakomben gibt. Und wir haben halt gesagt, dass es da unten oder dass im Grunde die Dorfentität, so war es ja, ne? Ja. Es müsste eigentlich auch bei der neutralen Entität schon dabei stehen. Ich meine, ich hatte es damit. Genau, Besitz ergriffen hat oder es auch mit steuert über einen alten Zwergen. Ja, Krieger ist das falsche Wort. Der Kommandanten, der praktisch immer noch nach wie vor dieses Dorf, das ursprüngliche Fort, also die Festung beschützt und im Grunde die Leute nur deswegen von dem Meteor gerettet wurden, weil er eben diese alte Festung beschützt. Das heißt, die Spieler kommen vielleicht irgendwann auf den Punkt, dass sie sagen,
Okay, das, also kommen dahinter, dass eben das Dorf geschützt wurde, irgendwie runtergezogen wurde, kommen so leicht dahinter und stellen halt am Ende irgendwann fest, dass es, dass halt nicht das Dorf beschützt wurde, sondern nur die Fest beschützt wurde, die unter dem Dorf noch liegt, verfallen ist. Da kann man natürlich auch ein schönes machen, eben es wird eine Mine geben, dass die vielleicht über die Mine in die alten Katakomben dieser Festung kommen und dort vielleicht dann auch irgendwo auf den Kommandanten und vielleicht vorher auch noch auf seine treuen Geisterbeschützer stoßen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, wenn man so diese also wenn man diese ganze Katakombenkiste hat, sich zum Beispiel an so Sachen zu orientieren wie an der wie heißt das nochmal, Princess of the Apocalypse, Elemental Evil Kampagne von D&D, wo es so ist, du hast sozusagen dieses Tal, wo drunter ein gigantischer Dungeon ist, den man von verschiedenen Orten aus betreten kann. Und wir hatten ja zum Beispiel die Idee, dass der Fluss, der am Dorf vorbeimündet, dass der ja unten in diese Untergrundhöhlen fließt. Und dass es halt verschiedene Wege gibt zu diesem, sag ich mal, diesem Ding da unten. Genau. Ne, weil es geht ja auch so ein bisschen um den Sandbox-Aspekt. Aber ich gehe mal eben kurz auf eine Frage ein von Honehe, weil ich die gerade gesehen habe. Thema Zwerge, wissen wir schon, was für Rassen im Dorf leben. Das wollten wir ein bisschen offen lassen. Wir werden uns wahrscheinlich an die Standard-Fantasy-Rassen so ein bisschen halten. Aber relativ rassenlos bleiben bei den Beschreibungen. Das Schöne ist ja einfach... Wegen dem losgelösten Setting und so. Genau, und eben auch, es macht natürlich Sinn, eben weil ja dieses die Dorfentität ja, um praktisch den ursprünglichen Stand zu halten, ja immer wieder Leute reinholt, dass natürlich aus, je nachdem was da das Setting, das das Spielsystem bietet, dass dort vielleicht alle Rassen vertreten sind, mehr oder weniger. Ja. Das könnte zum Beispiel ein interessanter wahrscheinlich Knackpunkt sein, weißt du, dass du zum Beispiel auch relativ seltene Rassen da vielleicht hast, die tatsächlich im Einklang miteinander leben, was ja sehr ungewöhnlich ist. Zum Beispiel bei DSA, ich meine doch, die Achas haben so ziemlich mit jedem Beef, wenn ich mich noch richtig erinnere. Waren die das nicht? Ja, oder eben südländische, Sklavenhändler leben mit Utulu-Kriegern Hand in Hand zusammen. Das wäre zum Beispiel interessant, was Svenger gerade sagt. Kann die gute Entität aus dem Gefängnis heraus eventuell die Spieler über ein bestimmtes Tier beobachten, zum Beispiel ein Rabe, eine Krähe? Wäre sicher unheimlich. Krähen sind immer schön, vor allem da wir ja dieses etwas Nordische haben. Das haben wir ja auch gerade in Rotheim gelernt. Scheiß Krähen. Das könnte man, das schreibe ich glaube ich mal. Was hast du gegen Krähen? Bei der guten Entität auf. Blub, blub, blub. Gute Entität. Ich finde die Idee gut. Kann Spieler mit der Hilfe von Tieren beobachten. Und dann haben wir uns eine. Die Idee finde ich gut. Nur mit den Zwergen und den Tulaminen. Stand noch irgendwas längerer Text. Ja, so ein Tier, das die eventuell durch den Wald stalkt. Sowas ist auch immer gut. Das könnte man eventuell... Monster in den Wäldern hatte ich sogar schon hingeschrieben. Genau, ja, dann schön, dass man kriegt, ich war auch sehr paranoid irgendwann mit. Dann hatten wir das, die, sag ich mal, das Holzfällerlager. Oder die Holzfällerhütten können wir sie ja mal nennen. Die werden wahrscheinlich nah an der Sägemühle sein, ne? Könnte ich mir vorstellen. Macht Sinn, ja. Das wird wahrscheinlich sowas sein, irgendwie, je nachdem wie viele das sind, dass das so 2, 3 sind. Und dass dann vielleicht noch einer dabei ist, der halt, oder vielleicht noch 2 dabei sind, die in der Sägemühle arbeiten. Der Tierbestand wird sich dann sicher spontan verringern, wenn die Spieler anfangen, die Tiere zu jagen, die sie beobachten, zu beobachten scheinen, ja. Das ist natürlich ein Ding, das muss ja kein... sag ich mal, echtes Tier sein. Das kann ja nur sowas sein, dass das die Form annimmt. Weißt du, so eine geisterhafte Erscheinung, die vielleicht auch verpufft, wenn die die Stadt machen. Da machst du so richtig paranoid mit. Weiß. Und das Schöne ist einfach, könnt ihr auch echte Tiere mal einfügen, wenn sie natürlich irgendwie so einen Raben abschießen, dass der einfach runterfällt. Das Ding mit Raben, Schokomann, ist, dass, ich sag mal, die Klischee-Interpretation ist böse, aber das stimmt ja nicht wirklich. Raben sind einfach nur scheiße intelligent. Das ist das Ding mit denen. Oder relativ. Uncool. Uncool. Die sind voll edgy. Aber im Endeffekt, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann noch ausarbeiten weiter. Es geht jetzt mehr nur ums Ideen sammeln.
Dann die Art Hase wie in der Ritter der Kokosnuss. Oh Gott. Hm. Habe ich dir jetzt, Dennis, habe ich dir eigentlich den Link gegeben, damit du bearbeiten kannst? Oder habe ich dir nur den Link gegeben, dass du gucken kannst? Nee, ich kann auch bearbeiten. Okay, gut. Der 3Ks. Der ist Ideensammlung geschrieben. Ja, wie gesagt, wir gucken momentan größtenteils nach Orten, eventuell auch schon Questideen, die können wir auch gerne schon aufschreiben, die ersten. Das kann man ja eventuell schon, das mit den Holzfällern kann man ja eventuell auch schon bei den Questideen mit reinschreiben. Holzfäller trauen sich nicht zu ihren Hütten zurück. Spieler sollen sich dort mal umsehen. Ich überlege gerade, was könnte denn noch so da sein? Das sind ja jetzt teilweise sehr, sag ich mal. Der Fischerteich wird ja auch nicht zu weit weg sein. Das könnte vielleicht sogar in diesem Bereich sein. Sag ich mal, ich kann ja nochmal die Map einblenden, die ich jetzt grob angefangen habe zu machen. Over the last days. Da könnte man eventuell überlegen, dass bei links diese 3 Quadrate, die neben dem Auswuchernden vom Fluss sind. Das sollten ja so Fischerhütten sein. Und da kann man ja eventuell überlegen, ob ich die Ausbuchtung da noch größer mache, weißt du, und dass sozusagen diese Bruchstücke und so sich da so ein bisschen sammeln und nicht weiter den Fluss runtergespült werden. Das könnte ja zum Beispiel auch sein. Warum nicht? Ja. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ihr könnt natürlich auch gerne Sachen sagen, die vielleicht außerhalb des Sinkholes sind, weil die Spieler müssen da ja auch erstmal hin. Das ist zum Beispiel was Cooles, so ein ehemaliger Teil vielleicht von einer ehemaligen Stadtmauer, weißt du, die noch so ein Stück darüber hängt oder die vielleicht ein Feld eingerahmt hat oder so, die praktisch am Rand aufhört oder noch so ein bisschen da drüber hängt. Mhm. Nice. Was könnte denn noch so sein? Wir müssen ja auch mal so ein bisschen über Locations nachdenken. Genau, wir hatten ja gesagt, die Höhlen haben wir natürlich. Unter dem Sinkhole. Wenn ihr von dem Dungeon unter der Stadt ausgeht, könnte man den über einen alten versiegelten Brunnen betreten. Das wäre zum Beispiel auch cool, dass das einer der Zugänge ist, wie du da reinkommen kannst. Ja, ich hatte ja schon gesagt, versiegelten Brunnen. Ich hatte ja schon mal die Sumpfhaus vorgeschlagen. Ja. Die praktisch eine andere Quest machen und dann so einen Durchgang finden. Das ist auch interessant. Globulen / Plane-Übergänge oder stark davon beeinflusste Bereiche. Ja, sowas könnte man definitiv, sage ich mal, Bereiche dafür bereitstellen, dass die Leute sich das dann anpassen können, je nachdem, welches Setting sie bespielen. Ja, letztendlich ist es ja ein freies Setting, ne? Ja. Höhlen unter dem Sinkhole, / Katakomben. Und da kann man dann ja sagen, mehrere zu... In Klammern Brunnen in Stadt / Pumphaus Wir hatten ja irgendwie gesagt, dass der Fluss eventuell einfach in so ein Loch mündet. Ich nenne es jetzt mal Flussloch. Jetzt fällt mir kein besseres Wort ein. Flussloch. Alte Mine. Das könnte ja noch so ein Zugang sein. Im Wald könnte natürlich. Ja, die wollen. Was? Was? Was sagst du gerade?
Sagst du zuerst. Das kannst du ja sagen. Ja, sag eben. Ich wollte nachfragen. Ich hatte das nicht verstanden, was du sagen wolltest. Achso, ich habe mir nur so zu mir selber gemurmelt. Eventuell, dass einer im Wald ist, ein Zugang. Ja, das könnte ja vielleicht... Das wäre ja auch lustig, wenn wir sagen, vielleicht da in dem kleinen Holzfäller-Ding, könnte das ja eine Brunnenanlage da sein. Genau, da die, ist ja ein Zugang ist. Ja. Dass die sozusagen, dass die ihr Wasser eventuell nicht aus dem Fluss beziehen, weil wenn die da eine Sägemühle haben, werden die wahrscheinlich mit dem Flusswasser betreiben, aber dass die sich da einen Brunnen gegraben haben, ein bisschen abseits. Wenn die Sägemühle kann ja bei sozusagen da sein, wo die wirklich forsten und die Hütten sind so ein Stück abseits. Und da haben die sich einen Brunnen gegraben und der mündet halt unten sozusagen weiter in die Höhlen. Das wäre doch eigentlich ganz schön. Vielleicht ist es ja auch einfach ein, sag ich mal, der Flusslauf hat sich ja leicht verändert. Ja. Eben durch das Absinken im Sinkhole. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach ein alter, in Anführungsstrichen ausgetrockneter Brunnen ist. Ja. Wohin fließt das Wasser aus dem Sinkhole denn ab? Gibt es dann einen reißenden unterirdischen Fluss oder ein unterirdisches Meer? Wir hatten ja gesagt, es gäbe eventuell einen unterirdischen See. Den könnte man noch aufschauen. Genau, es wird einen unterirdischen See geben, beziehungsweise ein Teil versickert natürlich wieder. Das wird wahrscheinlich eine relativ Und in der finalen Kammer, wo auch der Meteor ist, gibt es natürlich Lavaströme und von oben fließt praktisch das Wasser auf dieses Lava und erzeugt so Dampf. So könnten wir auch so einen Wasserdampf erklären, der die ganze Höhle umflutet. Ja. Genau, und ein zweites ausgetrocknetes Flussbett könnte auch sein. Ich finde diese Idee sehr geil von so einem gigantischen See, weißt du, wo sozusagen von verschiedenen Stellen halt das Wasser reinfließt und das eventuell sogar noch in tiefere Bereiche der Höhlen, weißt du, weiter absinkt durch das Gestein. Aber dass du halt diesen großen See hast, der da unten ist. Da könnten die dann zum Beispiel eventuell auf dieses alte Zwergenfort stoßen. Oder sag ich mal, das alte Vor, diese alte Minenwohnkonstruktion, die da unten ist. Wie auch immer man es nennen will. Weil das kann natürlich zum Beispiel auch was ziemlich Cooles sein, wenn die das erkunden, weißt du, weil je nachdem halt im Endeffekt, wie du es aufbaust, ne? Ob du jetzt wirklich sowas hast als Spieleleiter, wo du das vorbereitest und sagst, okay, ich will doch selber für mich nicht nur einen roten Faden haben, sondern ich will wirklich eine Main-Questline haben, der die folgen können, sobald die da erstmal drauf gekommen sind. Und dann kannst du natürlich sagen, irgendwann kommen die da runter und finden das dann alles und finden raus, was da passiert. Oder du kannst halt sagen, du lässt alles sehr vage und es geht halt mehr darum, die sozusagen dadurch, dass die so ein bisschen so Survival-mäßig das ganze Ding erkunden, finden die langsam raus, was da abgeht. Weißt du? Du kannst ja verschiedene so Rangehensweisen machen. Das wird ja dann auch vielleicht erklären, wenn sie weiterkommen, eben, dass sie dann den kennenlernen, auch den Kommandanten vielleicht. Man könnte einen Friedhof einbauen, in dem viele alle Gräber abgesackt sind, weil unter dem Friedhof auch eine sehr hohe Kammer der Untergrundstadt ist. Das könnte auch interessant sein. Das könnte man, ich habe ja auch die Karte hier eingeblendet. Das könnte man da tatsächlich machen, weil da ist ja ein kleiner Friedhof, dass die vielleicht langsam einsinken. Und der. Ja, obwohl das ist das wiederum cool. Das hat diesen Creepy-Effekt, wenn so viele Gräber einfach da. Wenn die einfach praktisch. Was ja auch Sinn macht, dürfen wir nicht vergessen, seit 100 Jahren kommen ja keine neuen Gräber mehr hinzu. Ja. Das ist ja auch nochmal sowas, weißt du? Das könnte zum Beispiel auch was Interessantes sein, so ein Ding, dass wenn die Gräber untersuchen und halt schon feststellen, die sind alle ziemlich alt, dass man muss dann halt zum Beispiel gucken, dass man dann den, zum Beispiel, dass man weiß, in welchem Jahr man spielt in dem jeweiligen Setting. Oder man sagt dann, die meisten von den Gräbern, also du findest eigentlich keine, die jünger sind als 100, also sag ich mal 90 Jahre oder so. Ja. Weißt du? Weil dann hast du sofort was, wo die Spieler sind, what the fuck? Weißt du, wo die dann so, was noch so ein bisschen, nur so ein bisschen creepy ist, das könnte dann zum Beispiel in diese Quest reinlaufen, wenn die Gräber untersuchen sollen, eventuell für den Kleriker, weil der sagt, irgendwas stimmt mit den Gräbern nicht.
Weil der kann sich das ja nicht erklären, weil der ist ja unter der Kontrolle der neutralen Entität. Weißt du, für den ist das ja... Eigentlich sollten die... Für den ist es vollkommen normal. Ne, eigentlich sollte damit nicht sein. Das ist ja dieses... Die Helden sind ja da, um so den Leuten so ein bisschen zu helfen bei so Sachen. Das könnte ja zum Beispiel eine Sache sein. Oder wir hatten ja auch mehrere Krypten. Dass vielleicht eine der Krypten irgendwie so halb eingesunken ist. Nicht mal zwingend die Gräber. Weißt du, und du da vielleicht noch einen Zugang hast. Das könnte auch sein. Vielleicht wirklich ist dann ein Durchbruch. Ja. Oder dass vielleicht, während die da sind, tatsächlich ein Erdbeben stattfindet. Weil wir wollten ja auch so ein bisschen sowas machen, so eventuell so eine Timeline, dass wenn, keine Ahnung, die Spieler 15 Tage da sind oder gewisse Sachen passieren, dass eine Entität stärker oder schwächer wird, je nachdem, was die machen. Und dann du dieses, selbst wenn die sich dessen nicht bewusst sind, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass da auch mal ein Erdbeben durchrüttelt. Wenn die sich gerade richtig betteln. Wenn du weißt, was ich meine. Und dann kannst du das zum Beispiel haben, dass dann eine der Krypten einsackt oder so. Und wenn die Spieler das untersuchen... Na gut, das wär natürlich nett, wenn, sag ich mal, die Krypta erst verschlossen ist, ne? Ja. Und dann durch dieses Erdbeben kommen die vielleicht nochmal zum Friedhof hin und diese Krypta ist eingesunken und vielleicht die Frontplatte ist gebrochen. Ja, und dann kann man rein. Die Krypten wurden ja früher komplett verschlossen wieder und... Ja, das klingt gut. I like. Da kannst du halt so schön... Oh, das ist ein Halbschlaf. Sehr ja, wir kommen langsam drauf. Wir kommen langsam wieder zu uns. Unterirdischer See. Was hatten wir jetzt gesagt? Mehrere Zugänge. Schreiben wir das so? Krypta? Schreiben können. Soll gelernt sein. Was könnte man denn noch so nehmen? Natürlich Ruinen von... Weil du hast natürlich dieses... Das Dorf war ja früher größer. Generell. Ne, die Entität hat ja so viel, sag ich mal, davon gerettet, wie es geht. Das wäre zum Beispiel auch nochmal eine... Ah, moin Latrator. Welcome. Das auch und nochmal... der stellvertretende Klassensprechervertreter ist da. Stellvertretende Klassensprecher, so wollte ich sagen. Da ist... Heute. Gedanken fassen ist heute nicht mein Ding. Ja, wie gesagt, wir werden heute nicht allzu lange machen, einfach nur, weil wir beide total am Rumdürfen sind. Dafür kommen wir ganz gut voran. Wir haben schon coole Ideen gesammelt. Zum Beispiel sowas wie den Baum und so, weißt du, diese Sachen kann ich zum Beispiel auch dann schon in die Map übernehmen. Wandert irgendein gelehrter Magierpriester noch herum? Götter des Schicksals könnten der Beeinflussung durch die Entitäten nicht für gut heißen und untersuchen lassen. Das könnte zum Beispiel auch was sein. Dass die zum Beispiel da reingeraten sind. Das kann zum Beispiel sein, die sind da hingeschickt worden, weil irgendwas nicht stimmt. Ne? Von ihrer Klerikerschaft oder wie auch immer man es nennen will. Clergy heißt es ja im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist. Von ihrer Kirche. Sind dann auch unter den Einfluss der Entität geraten. Der Neutralen. Und du findest dann zum Beispiel deren Tagebuch in den ersten Tagen, wo die das noch nicht waren. Weißt du? Das könnte zum Beispiel was sein. Aha. Ja, wenn du meinst, so dieses, wo du diese, so ist es dieses Klischee von dem creepigen Tagebuch, das die irgendwo finden. Und das ist natürlich, weil die wahrscheinlich genauso wenig Ahnung hatten, was da abging, wie die Spieler, ist es natürlich ähnlich vage. Vielleicht noch zwei Kämmerer, die immer miteinander kämpfen, aber zu niemandem gehören und als Metapher für die Götter fungieren. Das könnte zum Beispiel auch sehr cool sein. Die nicht wirklich mit den Göttern verbunden sind, aber die so ein bisschen als Metapher halt wirklich einfach nur dafür stehen. Oh. Eins mit schwarzen, eins mit weißen Sachen. Das ist vielleicht ein bisschen zu on the nose. Obwohl, es hängt ein bisschen davon ab, wie man es halt aufbaut. Vielleicht ein Kind, weißt du... So dieses, das vielleicht ein bisschen subtler machen, so nach dem Thema, das eine Kind hat irgendwie dunkle Haare und das andere eher helle. Das kann man ja relativ vage halten. Die sich dann einfach kloppen. Oh, das ist nicht darum cool. Weißt du, wo du so dieses hast,
Das kann dann zum Beispiel sein, die Kinder wissen das auch gar nicht. Also das, sag ich mal, dass da, also, ne, die Kinder untereinander kloppen sich halt einfach. Du kannst zum Beispiel ein Kind haben, das vielleicht nicht kein Albino ist, aber schon sehr, sehr hell blonde Haare hat. Fast weiß. Und sich halt immer mit dem anderen Kind prügelt. Und das kann was sein, was die Spieler öfter mitbekommen. Da kann man vielleicht sogar so eine kleine, relativ harmlose Quest dranhängen, weißt du, die relativ normal ist für das Dorf. Also für das, was du da sonst so machst oder findest. Mhm. Hat man nicht auch, was natürlich auch immer sehr schön ist, so sag ich mal, NPC-technisch, so der Klassiker ist ja der verrückte Künstler. Weißt du, so dieser Dude, der die ganze Zeit Albträume darüber hat, also noch mehr als sowieso schon, und so creepige Bilder und sowas malt, sowas ist ja auch immer schön. Der vielleicht sein Atelier in der Stadt hat, in dem Handwerksviertel. Der ja, vielleicht ursprünglich in das Dorf ist damals, oder der ursprüngliche Künstler ist vielleicht damals in das Dorf rein, weil das ja so dieses ist, das abgeschiedene Dorf. Und zwei Kinder, die immer miteinander kämpfen, aber aufgrund von Kindermangel zwei Erwachsene sind. Das wäre schon creepy. Wenn die sich so streiten wie Kinder. Was sind eigentlich zwei Erwachsene? Das könnte auch schön creepy. Irgendwann so später, weißt du, dass sich das so mirrort, dass die das... Ne? Ja, klein Uwe und Sören, ist ja gut. Hört mal wieder auf. Ja, da kannst du irgendeine harmlose Quest dranhängen, die, was erstmal für die Spieler nichts Wildes ist, aber da könnten die halt später sich vielleicht dran erinnern, wenn der Hintergrundplatz so ein bisschen hochkommt. Ich schreibe das mal auf. Als potenzielles. Also wir können ja erstmal aufschreiben und dann sehen wir es ja. Ja, das sowieso. Kinder, die sich die. Thorsten und Torben. In einem nordischen. Oh, wir machen mit Tee. Tee und Tee. Thorsten und Torben. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Schöne Anspielung. Schöne Anspielung. Oh, ach du Scheiße. Das ist ja wie Georg müde? Und. Hä? Wirst du müde? Weil du gerade so gesagt hast, ach du ja. Scheiße. Vielleicht findet die Gruppe auch eine Möglichkeit, die Leute dann eine kurze aus der Rolle zu befreien. Jetzt nicht unbedingt kaltes Wasser, aber was anderes. Ja, das würde ich aber erst wirklich für später aufheben. Also das würde ich auf jeden Fall nicht am Anfang machen, weil ansonsten... Ne, das ist, wie gesagt, das hängt halt so ein bisschen davon ab, ob man es halt wirklich mit einer Main-Quest im Sinn hat, wo die halt wirklich nur diesem Main-Rätsel folgen. Oder ob du halt wirklich dieses sagst, du machst es halt ein Slow-Burn. Das muss man sich, glaube ich, aber dann für jeden selber überlegen. Ich würde sagen, wir stellen wahrscheinlich was dafür bereit. Also, dass wir sozusagen eventuell, keine Ahnung, denen irgendeine Möglichkeit an die Hand geben. Vielleicht sowas wie eine neutrale Zone oder so, wenn die da hinbringen. Oder irgendwas halt, was die da rausreißen kann. Das aber nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, ob das nicht schon too much ist. Ja, das ist halt das Ding. Weil es ist dann natürlich dieses, sobald die Spieler das raus haben, sagen die natürlich, okay, wenn wir versuchen, also da kannst du dir schnell einen Strick draus drehen, wenn du diese Idee behalten willst, von die sind so ein bisschen da drin gefangen. Weil wir ja dieses gemacht hatten von wegen, wenn die das Dorf verlassen, ne, dann lässt es es einfach verlassen und wenn sie am nächsten Morgen aufwachen, sind sie wieder in der Taverne, weil sie zurückgelaufen sind nachts. Oder wenn es sogar mehrere Tage sind, dass wenn sozusagen das du sie jedes Mal Saving Throws machen, also dass du jedes Mal Saving Throws für sie machst, während sie das Dorf verlassen. Und sobald sie einen verkacken, sag ich mal, landen sie wieder da. Ja, wo du da natürlich immer das Problem hast, was ist, wenn einer so gut so gut für einen würfelst, dass er tatsächlich am nächsten Morgen alleine da steht. Das kann sehr interessant sein.
Das wäre scheiße lustig eigentlich, wenn du wirklich dieses hast. Irgendwie, dass du das erst so wegerklärst. So ein bisschen, weißt du? Oder du machst halt einfach einen Saving Throw für die gesamte Gruppe. Im Endeffekt. Und die ganze Gruppe bleibt da. Ne, wenn du es zum Beispiel hast, dass die... Ne, wie gesagt, das kann man ja so oder so machen. Das Ding ist halt eben, wenn die zum Beispiel weiter vom Dorf wegkommen, kannst du es halt eben auch so darstellen, je nachdem, wie du es halt beschreibst, dass die eventuell sogar das Gefühl haben, sie hätten das ganze Verlassen des Dorfes nur geträumt. Weißt du? Was sie ja nicht zwingend gehabt haben müssen. Da kannst du halt so ein bisschen so mit diesem, sag ich mal, Inception-esken, weißt du, wo sie nicht genau wissen, ob sie wach sind oder schlafen. Ich bin eher Fan von der freien Story, die die Spieler selber bauen, da die Spieler machen können, wo sie Bock drauf haben und man als SL relativ schnell eine Runde vorbereiten kann. Ja, halt die, ich mag diese Idee von wegen halt diesen Slow Burn, halt, dass man die Spieler, sag ich mal, wie gesagt, keinen geraden Weg runterschickt, sondern die erarbeiten sich das selber, wie viel sie über die Story wissen und so. Ne, deswegen mag ich halt auch diesen roten Faden, weil wir haben eine Backstory, die man sich halt einmal als Spieleleiter sich so ein bisschen erarbeitet und so ein bisschen, sag ich mal, das Verständnis dafür entwickelt, wie das Ding für einen selber funktionieren soll. Und dann hat man halt das Dorf und guckt, wo die Spieler hingehen wollen. Ja, das ist ja das, was wir schon hatten. Also dieser roten Faden finde ich gut. Ja, dann, dass es natürlich auch vielleicht so ein paar Fixpunkte gibt, die passieren einfach. Ja, finde ich auch gut. Das war ja klar. Das war ja und so der Rest lässt ja, und damit hat man ja noch wahnsinnig viel Freiheiten. Ja. Es gibt halt ein paar Fixpunkte, aber halt nicht sowas wie zum Beispiel, dass du die, wie gesagt, so eine lineare Linie, sag ich mal, unterschickst. Das wollten wir ja nicht. Das hatten sich alle gewünscht, sag ich mal. Hey ho. Hey ho, remind me later. Welcome. Ja. Halt keine feste Story. Das wollten wir ja nicht. Weil das ist sowieso so dieses... Halt in der Sandbox finde ich... Ne, es ist ja durchaus möglich, dass man halt sozusagen so gewisse, sag ich mal, Events hat halt, was manche ja auch, wie gesagt, als Main-Questline bezeichnen. Wir hatten ja so ein bisschen die Idee, dass viele von den Abenteuern, sag ich mal, den Spielern langsam so eine, je nach, also egal, welche sie jetzt wirklich machen, also wo sie jetzt wirklich drauf eingehen oder so, dass sie langsam eine Idee davon kriegen, was in dem Dorf abgeht. Ne, und wenn die Spieler halt wirklich sagen, sag ich mal, die kommen irgendwann an den Punkt, wo die so sagen, okay, wir müssen jetzt rausfinden, was zum Geier in diesem Dorf abgeht. Lineare Linie. Exakt. Genauso gefährlich wie ihre Schlieren. Ja. Na, man kann ja zum Beispiel auch einen, sag ich mal, eine relativ lineare Storyline machen, die trotzdem, sag ich mal, so ihre Windung und Wendung hat. Aber man kann halt auch sehr schnell dieses haben, wenn die Spieler sich dazu entscheiden, halt dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, dass es sehr schnell sehr linear wird. Wo du halt wirklich fast nur noch damit was zu tun hast. Aber das muss nicht zwingend sein. Ja gut, dann musst du natürlich einfach Hintergrund haben und dann folgen die natürlich. Du weißt ja, dass bestimmte Orte lösen das und das aus. In bestimmten Orten gibt es das und das. Ja. Und dann, ja, passiert natürlich dann dementsprechend was. Ja, weil manche Leute fühlen sich halt auch selbst in der Sandbox sicherer mit einer etwas lineareren Geschichte, sag ich mal. Das kann sich dann halt im Endeffekt jeder selber bauen. Was wir ja hier bauen, ist, sag ich mal, wie gesagt, so eine Art Grundbau dafür, aus dem sich halt auch jeder was selber ausmachen kann. Viele haben ja auch gesagt, dass sie es anpassen wollen für sich selbst. Was wir jetzt momentan, wie gesagt, nur machen, ist erstmal Ideen sammeln für Örtlichkeiten, eventuell Quests. Damit wir das Tal ein bisschen weiter ausmappen können. Ja, alles sind optionale Events. Genau, wibbly wobbly, timey wimey. Das ist genau, wie es sein soll. Ja, halt dieses, das, ich mag halt diese Idee so ein bisschen, dass je nachdem, was sich die Spieler halt ansehen, während sie da sind, halt eventuell auch auf verschiedene, weißt du, verschiedene Schlüsse ziehen. Ne? Man muss ihnen ja nicht am Ende alles erklären, wie es passiert ist oder so, sondern du weißt ja auch. Nein, was sie nicht rausgefunden haben, wissen sie halt nicht. Entweder ziehen sie Schlüsse, ob die Schlüsse richtig oder falsch sind. Ja, who cares? Weil ich glaube nicht, dass die Entitäten denen später deren Teenage-Ängste und Drama erklären werden, warum die das Ganze gemacht haben.
Sondern es wird dann mehr sein, im Endeffekt, da es ja auch ein bisschen Lovecraftian ist, da geht es ja auch gerade darum, dass du nicht alles erklärst bei Lovecraftian Horror. Und alle hatten sich ja Lovecraftian gewünscht für die beiden Entitäten. Und da ist es ja immer so ein bisschen dieses, da wird nicht alles erklärt, sondern halt nur Teile. Du kannst es nur bis zu einem gewissen Maß verstehen. Und da müssen sich die Spieler halt ihr eigenes Ding drum bilden, sag ich mal, was sie glauben, was wirklich passiert ist. Dann ziehen sie halt entweder richtige oder falsche Schlüsse, wer weiß das schon. Ja, du musst sie ja auch nicht berichtigen. Das ist ja dieses, die Spieler ziehen ihre eigenen Schlüsse. Und eventuell müssen sie da manche Sachen revidieren, wenn sie später auf eine andere Quest stoßen, wo sie vielleicht Infos kriegen, die das revidiert, was sie ursprünglich als Idee hatten. Ne? Das ist ja gerade das Coole daran. Du hast halt so ein bisschen so dieses Investigative, aber nicht so krass. Also es ist nicht, es muss nicht zwingend der Hauptpunkt sein. Halt, wenn die Spieler daraus den Hauptpunkt machen für sich selber, ne? Dann ist das halt das, wo du damit hingehst. Ich hoffe, ich mache Sinn mit dem, was ich sage, weil ich bin relativ müde. Wir sollten vielleicht nochmal, wir sind jetzt schon wieder sehr wieder ins Lore eingetaucht, wir sollten vielleicht nochmal eben darauf zurückkommen, was es in der Sinkhole gibt, also das, was wir eigentlich heute klären wollten. Ja. Wir haben ja schon ein paar. Viele davon sind relativ zentral, sage ich mal, nah ums Dorf rum. Es wäre ja... Was mir noch eingefallen wäre, wäre vielleicht so ein alter Wachturm. Klingt gut. Das könnte vielleicht sogar der Turm auf der Insel sein. Das, ja, ich hatte eigentlich noch eher an einen gedacht, der noch weiter weg ist. Vielleicht eher am Rand oder so. Ja. Das wäre vielleicht interessant, vielleicht sogar noch außerhalb des Sinkholes, wenn die da gerade erst hinkommen, weißt du? Dass die den vielleicht irgendwo draußen finden. Du bist aber auch vielleicht in der ist... Dings, dann kannst du es unten in die Tal-Locations eintragen. Muss es noch dick machen. Gleich zum Rest. Das ist halt diese Schokomarie. Vielleicht stoßen die übrigens diesem alten Wachturm erstmals auf, sag ich mal, so eine Zwergenrüstung oder so, die jetzt schon sehr alt und kaputt ist, aber eben, was die ersten Rückschlüsse drauf zieht. Vielleicht ist so das Erste, was sie im Sinkhole sehen, weil die da vorbeikommen. Ja. Oder vielleicht sehen die den, während die da runtersteigen, weißt du? Also so sehen den nur so in einiger Entfernung, weißt du, weil dann kannst du denen, genau, ja, so sagen, sag ich mal, so Landmarks, die man definitiv sehen würde, wenn man von oben da runter, drauf runter guckt. Genau, wenn man von oben runtersteigt, sieht gleich das Dorf, man sieht den Wachturm, im Wald das Dorf, das, dieses Holzfällerlager wird man nicht hacken können, vielleicht noch den Fluss sehen und die Wälder. Je nachdem, wie lange die Holzfäller das schon verlassen haben, vielleicht sehen sie am ersten Tag, ne, das hängt ja davon ab, wann man die Holzfäller-Quest einsetzt, sehen die vielleicht noch Rauch aufsteigen von den Hütten. Aus dem Wald, genau, ja. Das siehst du vielleicht. Du siehst vielleicht den gerodeten Teil, also so ein paar von den Bäumen, weil wenn die wirklich roden, also es hängt ein bisschen davon ab, ob sie förstern oder roden. Wahrscheinlich förstern sie eher. Forsten, du weißt, was ich meine. Ja, ich denke schon, weil die werden natürlich, wenn die auf Bäume fällen, klar, aber die werden natürlich auch für die Wiederaufforten sorgen. Also Eier einzelne aus dem Wald schlagen und nicht ganze Stellen talhauen. Ja. Hätte natürlich auch die neutrale Entität was dagegen. Ja. Über die Größe des Tals haben wir schon die ganze Zeit, also haben wir schon mehrfach diskutiert. Es ist so ein bisschen dieses, wir wollen halt gucken, was wir wir haben dann im Endeffekt gesagt, wir wollen gucken, was wir alles drin haben wollen. Weißt du? Und dann schauen wir so ein bisschen, was für eine Größe Sinn macht, glaube ich. Öllampen und Minenhelme und Zwergenwaffen. Ja, das könnte zum Beispiel was sein. Oder dass, weil wir ja diese Idee hatten, dass die Entität eventuell ursprünglich mal der, sag ich mal, der Gründer war von diesem Zwergending, die neutrale Entität, oder der, sag ich mal, ruhelose Geist. Der Gründer oder Wächter, ne? Oder der, ja, Kommandant davon. Dann kannst du zum Beispiel das sagen, hatten ja gesagt, dass der sich zum Beispiel nicht an den normalen Schmied erinnert, sondern an den Zwergenschmied. Deswegen stellt der Schmied in der Stadt halt Zwergenzeug her. Weißt du? Also richtig gute Qualität und das macht ein Mensch oder so. Oder ein, ja, Elf. Je nachdem. Ja, ja, genau. Dass du dann irgendwen Untypisches in, zum Beispiel in die Schmiede setzt. Oder jemanden, von dem du nicht glauben würdest, dass der Zwergenhandwerk beherrscht.
wächst dann der Wald, die Natur langsam wieder ins Dorf rein, da das nicht mehr so intensiv gerodet, sauber gehalten wird. Naja, wenn sie Holzfäller haben, wird es ja noch sauber gehalten. So ein Krater. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass der Ort, der wird nicht mittig liegen. Ja, der Ort liegt ein bisschen am Rand. Der wird nicht genau in der Mitte sein, weil da wäre ja, sag ich mal, irgendwo der, in Anführungsstrichen, Einschlagspunkt, der ursprüngliche von den beiden anderen. Gut. Hörschen, du bist wieder am Zeichnen. Hm? Mal wieder malen, zeichnen. Ich male eine Explosion auf das Blatt. Wenn wir uns unterhalten. Warum frage ich überhaupt? Ich kann manchmal besser denken, wenn ich währenddessen kritze. Und ich habe darunter noch, keine Ahnung, 5 oder 6 Blätter liegen. Das ist relativ egal. Ich hab immer Papier hier rumfliegen. Das ist nicht das Problem. Also zu einem gewissen Level werden die Sachen alle nah an dem Dorf liegen. Aber das Dorf liegt halt nicht komplett zentral. Was ich noch interessant finde, wäre, da könnt ihr eventuell euch nochmal im Chat zu äußern, ob das, sag ich mal, wir hatten ja gesagt, dass die eine neue Mine angefangen haben, aus da zu bauen. Ob das eine Mine ist oder ein Steinbruch. Weil das kann ja, ne, das kann ja eventuell eine Mine unten drin sein, aber ist auch so ein Steinbruch. So ein Ansatz, weil ich denke da zum Beispiel vor allem Dennis, weil du ja gerade Fallout 4 gespielt hast, bevor wir losgelegt haben, sowas Dunwich Borough mäßiges, wenn dir das was sagt. Ja, sehr, sehr creepy. Ich meine, ja gut, Steinbruch, wir hatten ja die Idee mit der Mine eben, dass sie vielleicht, dass wir hatten ja damals, dass die eine Mine abgesackt ist. Ja. Aber praktisch zerstört und verschlossen wurde, als der Mietmannstein und dieses Sinkhole entstand, weil die höher lag oder mehr am Rand lag. Und dass praktisch direkt natürlich da eine neue Mine angelegt wurde, wo man natürlich dann irgend auf die Dings fällen kann. Man sieht übrigens das Fenster bei dir. Ups, I'm sorry. Aber ich glaube, man konnte es nicht lesen auf die Entfernung. Selbst wenn. Bläh. Bläh. Ja, doch. Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen, man merkt, heute sind wir beide noch nicht so ganz auf der Höhe, weil wir beide relativ müde sind. Aber wir haben einiges gesammelt. Ich bin eigentlich ziemlich happy damit. Weil diese Sachen kann man auf jeden Fall alle einbauen. Ich mag den alten Wachturm. Ich mag die Tür. Wir haben sehr, sehr oft das Wort alt. Nicht, dass man merken darf. Alte Tür. Ja gut, es ist halt alt, weil alles irgendwo seit 100 Jahren... Es wird halt nichts mehr neu gebaut seit 100, sondern nur noch versucht zu erhalten. Ja. Was ich, glaube ich, auch ziemlich cool fände, wäre vielleicht so ein Versteck von den Kindern aus dem Dorf. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ist immer schön. Azrael? Ja, ne? Würde ich doch mal sagen. Ein Wasserfall, der den Kraterrand hinunterstürzt und hinter dem sich eine Höhle befindet. Das ist immer so ein Klassiker. Das hatten wir übrigens auch schon. Das hatte Löffel letztes Mal auch schon gesagt, als wir so ein bisschen Ideensammlung gegeben hatten. Das ist so schön klassisch, der Wasserfall. Wenn es zu klären, was ist in der Höhle? Ist auch ein Zugang? Ist es dahinter, keine Ahnung. Lebt da der Einsiedler? Ja, das kann man sich dann ja überlegen. Das ist halt eben auch zum Beispiel die Frage, wie gesagt, was die Spieler machen zum Beispiel halt, wenn die zum Beispiel den Dorfbewohnern nicht wirklich trauen, ob die eventuell sich eher in, sag ich mal, in den äußeren Bereichen des Kraters aufhalten. Aber in der Höhle ist nix. Sehr gut. Das wäre nicht sehr schön. Die Spieler machen sich einen totalen Wolf drum, ob sie da reingehen sollen oder nicht. Vielleicht ist da doch so eine Falle davor, wo die denken, vielleicht sind da noch mehr Fallen oder so. Aber da ist halt mal nichts drin. Geil.
Da muss man halt immer gucken, dass man seinen Spieler nicht frustriert. Das kann man, glaube ich, machen, wenn man die Gruppe gut kennt und weiß, dass die sich darüber begeiern. Damit könnte Umbreon uns wahrscheinlich ganze Wochen beschäftigen mit so einem Scheiß. Ja, nee, das würde er aber nicht tun, weil er genau wüsste, dass wir tatsächlich Wochen damit zubringen würden, nicht in diese Höhle zu gehen. Ja, ich hätte spontan Feen reingepackt. Das können wir dann ja, wenn wir die einzelnen Locations zum Beispiel im Zusammenhang mit Quests weiter ausarbeiten. Ui, wir dann oder ein alter Geist von einem Räuber. Sowas wäre cool, ja. Dass das eventuell so ein verlassenes, so ein Räuberlager ist. Bin ich total alt und nichts braucht es mehr zu finden, aber das wäre zumindest so ein Punkt, wo die ja was finden. Ja. Ups. Eventuell Geister? Welchem Setting spielt denn das Ganze generisch? Wir haben halt gesagt, dass wir es losgelöst machen, also da hat der Chat für abgestimmt, damit sie jeder in, sag ich mal, das Setting, auf das sie Bock haben, übertragen können. Es haben schon einige gesagt, dass sie es vom Fantasy weg eventuell in Cthulhu übertragen für sich selbst. Andere haben halt gesagt, ja, D&D, ja, DSA, ja, Pathfinder, bla bla bla. Das kann halt jeder machen, wie er will. Oder man nimmt sich dann halt eventuell irgendein anderes, eins von den, sag ich mal, Uni-Systems. Also Savage Worlds oder so. Wer ist das? Das ist halt das bei Wasser komplett anpassbar an jedes System, was ihr dann spielen wollt. Ja, genau. Das war halt so ein bisschen. Theoretisch könntet ihr auch Cyber spielen. Ja. Müsstet ein paar Sachen umbauen, aber prinzipiell das ja wirklich. Ist theoretisch alles machbar. Das klingt sehr unpraktisch. Tyron. Wir wollen die Spieler nicht töten. Das klingt sowas wie, das würde niemand machen, weil niemand würde die dann da reinpacken. Weil die würde ja schon. Weil irgendwie muss die auch da reingeben sein. Ja. Das klingt nach einem sehr unklugen. Und Spieler wollen halt im Zweifel alles mitnehmen, das ist das Problem. Ja, das ist wahrscheinlich, worauf er anspielt, aber es ist halt. Da geht halt die Logik so ein bisschen dran flöten, weil. Ja, und die Spieler. Weil BAM! Nur irgendwie. Weißt du, irgendwie nur so zwei, drei Tropfen Wasser, die da drauf fliegen und dann, ne, das ist so, du lagerst ja was explodiert nicht direkt, du würdest zum Beispiel Schießpulver nicht direkt neben ein offenes Feuer stellen. Naja. Vor allem nicht, wenn du an dem Feuer gerade mit deinen Kumpeln sitzt und, keine Ahnung, dich da nett unterhältst, weil das ist so einfach, der Gefahrenpunkt wäre zu hoch. Ich überlege gerade, was könnte man denn noch so einstellen? Also ich muss zugeben, mein Gehirn läuft heute auf Sparflamme. Was? Bitte das zu entschuldigen. Ich sage, mein Gehirn läuft auf Sparflamme. Ich bitte das zu entschuldigen an dieser Stelle. Heute ist mal wieder einer dieser Sonntage. Aber wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Ich habe auch inzwischen schon lange die Idee abandoned vom Anfang, dass wir so gesagt haben, ja, so 6 bis 8 Folgen sind wir durch. Nein. 6 bis 8? Aktuell auf 60 bis 80? Nein, aber wir kommen ganz sprechen gut voran uns in den Folgen wieder. Es geht eigentlich ziemlich gut. Also wir haben ja schon einiges gesammelt. Es ging jetzt größtenteils um Background. Ja, so eine Statue finde ich ganz nice. Das kann ruhig sein. So eine alte Steinstatue oder so eine verrostete Metallstatue. Ist vielleicht sogar aus Bronze. Ja, so genau, das, ne, da kann man dann vielleicht, das muss sich ja nicht alles auf die Zwergenstadt beziehen, aber da kann man dann zum Beispiel überlegen, wer das vielleicht war. Weißt du? Ja. Die stand zum Beispiel vielleicht mal irgendwie nahe des Dorfes, weißt du? Um jetzt schon wieder eine Anleihe zu machen, zum Beispiel außerhalb von Sanctuary in Fallout 4 steht ja die Statue. Ja, die steht ja nicht, die steht ja weder in Concord noch in Sanctuary. Die steht ja so in der Mitte. Sozusagen, neben der Red Rocket Station. Du weißt, glaube ich, welche ich meine, oder? Mhm. Die Minuteman-Statue. Ja. Ne, und da kann man ja zum Beispiel sowas machen. Wie die dann im Endeffekt da unten gelandet ist.
eine andere Geschichte. Vielleicht steht sie sogar extra schief. Ja. Die finden die irgendwo. Die ist vielleicht mit abgestürzt. Weißt du, liegt irgendwo relativ nah am Kraterrand. Oder so. Oder ist dann da irgendwie anders drin gelandet. Pscht. Eine verrostete Statue finde ich definitiv gut. Halt nur das mit dem explosiven Material konnte ich nicht wirklich sehen. Weil das ist halt so dieses... Was halt so ist, die Bilder, ja, es wird die halt lagern. Schnell ins Absurde getan dadurch, ne? Ja. Also das kann man, glaube ich, für sich selber machen, wenn man wirklich das so komedisch haben will. Aber ich persönlich finde sowas, sag ich mir jetzt vom Ton her, den wir bis jetzt angeschlagen haben mit dem Setting, würde das nicht passen. Nein, wir haben auch explizit gesagt, wir wollen so ein bisschen in dieses Horror-eske gehen und dann passt es dann nicht wirklich, ne? Damit hebst du es ja eigentlich wieder auf. Verrostete. Ich hab's bestimmt schon wieder falsch geschrieben. Statue. Ja, ich hab's definitiv falsch geschrieben. Ein Wünschbrunnen, der wirklich Wünsche erfüllt. Was willst du mir denn vorschlagen? Nichts. Das klingt richtig. Okay. Verrostete Statue. Vor dem Einschlag. Wunschbrunnen. Wieso schreibe ich das überhaupt bei Questideen? Das hier gar nicht hin. Google Docs bei. Das mickert rum. Dann hau es. Oh, try. Das ist. Ich das eigentlich hinschreiben. Den Wunschbrunnen kann ich auf jeden Fall mal mit draufschreiben. Ob wir den jetzt benutzen oder nicht, das werden wir dann sehen. Hatten wir nicht auf dem Marktplatz einen Brunnen? Nee, auf dem Marktplatz hatten wir die Sonnenuhr. Aber wir hatten gesagt, dass richtig, es einen Brunnen richtig. Gibt. Richtig, richtig. Eventuell. Ihr guckt wahrscheinlich keiner Steven Universe, aber es gibt eine ziemlich coole Folge, weil die haben da... Ohne Kontext ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Es gibt eine Folge, die von Steven Universe, die sehr in den Horror abläuft. In deren Tempelanlage haben die einen Raum, den Raum von der Mutter vom Hauptcharakter, der alle Wünsche erfüllt, aber auch die Subconscious-Sachen. Also so sozusagen, er sagt dann zum Beispiel, ich will nach draußen. Und du musst immer sehr genau staten, was du dir wünschst. Weil dann sagt er zum Beispiel, ich will nach draußen oder ich will in die Stadt. Und das ist für den Raum, sagt das, okay, dann versuche ich die Stadt zu bauen hier drin. Weißt du? Also der erfüllt Wünsche in dem Raum selber. Aber halt, du musst zum Beispiel sagen, ich will diesen Raum verlassen, damit du rausgehen kannst. Aber in der Story sagt er halt dann zum Beispiel, ich will zurück in die Stadt. Na halt so dieses, da kann man dann zum Beispiel dann rausziehen, dieses, wie du die Wünsche formulierst, wenn wir wirklich was mit einem Wunschbrunnen machen. Oh, ich schreibe es jetzt erstmal auf mit den Gegenteilen. Eventuell negative Effekte. Wenn es Horror sein soll, würde ich vielleicht auch geisterhafte Erscheinungen einbauen. Das sowieso. Ein Mann in Geistergestalt, der einfach nur nachts das Tal durchquert. Ja, sowas wäre vielleicht ganz schön. Weißt du, so Shadows. Ja, die können ja, genau, die können ja von dem vorherigen sein. Vielleicht sogar von dem ganz alten. Ja, vielleicht mischt sich das so aus der Festungszeit. Ja. Geisterhafte Erscheinungen. Oh Gott. Die nur nachts auftauchen.
Das wäre dann zum Beispiel was, was die vielleicht nur mitkriegen, wenn die nicht beeinflusst werden von den Entitäten. Klar, das ist schön, sonst wie ausgeblendet werden. Ja, weil du es ja gar nicht mitkriegst, was du nachts machst. Also es ist immer schön, Geisterverscheinungen. Das könnte auch sehr schön sein, weil du hast ja diese Stadthalle, dass du eventuell sowas hast sogar. Du kennst auch diese klassische, was wir jetzt, um wieder darauf zurückzukommen, auch in Rotrad mit dem Ballsaal. Weißt du, solche Sachen. Das kann man sehr vielleicht schön haben die auch ab und zu Erscheinungen. Also, dass sie zum Beispiel ein altes Haus geht, was verlassen ist und sehen dann Teil, was vorher passiert. Ja, so Überbleibsel sozusagen von Situationen, die da passiert sind. Die müssen ja gar nicht so viel Kontext geben, sondern mehr einfach nur, du kriegst so Schnipsel. Und was die da sich für einen Schluss draus ziehen, ne, das können wir dann ja ausschreiben, also was man da so draus ziehen kann oder was da passiert ist, können wir ausschreiben, wenn wir da zu den Quests kommen, was auch bald sein wird. Soweit sind wir davon gar nicht mehr weg. NPCs und Quests sind praktisch die nächsten beiden großen Themen, die wir haben, sobald wir es noch ein bisschen ausgemappt haben, was ich aber wahrscheinlich auch teilweise off-air machen werde, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen jetzt mit den Sachen, die wir ja, jetzt noch gesagt haben. Wie gesagt, die Ideensammlung nimmt ja immer mehr, ja. Das ist ja immer die große Ideensammlung und dann müssen wir sowieso gucken, was wir daraus machen. Ja, wir filtern dann raus. Im Endeffekt, der Vorteil ist natürlich, dass die Leute, die hier zusehen oder die das später auf YouTube gucken, können sich natürlich auch einfach hier rausnehmen aus den Videos, wenn wir irgendwas später nicht übernommen haben. Das ist ja der Vorteil daran. Jeder kann es sich anpassen, wie er will. Aber ich glaube, Kinder, wir beenden das für heute, weil ich merke, dass Dennis immer müder wird. Aber meistens sehen, wenn ich ruhiger werde, ne? Man merkt das, wenn du langsam so... Es gibt so diesen Punkt, wenn du immer ruhiger wirst. Aber es war auch ein anstrengendes Wochenende. Ja, finde, war anders geplant, aber... es muss auch mal sein. Ja, nein, ist ja vollkommen okay. Außerdem tut es gut, wenn dir jeder einzelne Knochen nachher in den Beine wehtut. Ich zeige euch noch mal einmal eben die Map, für die später dazu gekommen sind. Das ist aktuell, wo ich jetzt gerade bin, weil ich angefangen habe auszumappen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich wahrscheinlich das Dorf komplett ausgemappt haben. Ich werde dann auch noch ein paar von den Sachen hier, die wir hier drin stehen haben, dazu gepackt haben. Für diese Außenlinie, die ihr da seht, by the way, die das Dorf so einrahmt. Wir hatten ja gesagt, dass das Dorf eventuell eine Palisade hat, außenrum. Ja, so einen alten Palisadenzaun, genau. Der vielleicht auch schon verfallen ist an der einen oder anderen Stelle. Ja, der nicht mehr komplett dicht oder ist. Oder zusammengewürfelt aus alten Mauern oder so, weißt du, so Reste, die man zusammengestückelt hat. Ja, genau. Improvisiert halt sozusagen. Ja. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, ich werde auch noch mal... Oh, du bist gerade sehr, sehr leise geworden. Warum bin ich leise geworden? Bin ich für euch auch leise geworden, Zuschauer? Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt okay. Ist viel besser. Das hat mich verwirrt. Ja, nicht nur dich. Ja, es ist irgendwie, dieses Wochenende war sehr rädernd. Ich habe keine Ahnung warum. Also so anstrengend war das, was ich gemacht habe, eigentlich nicht. Aber irgendwie... Ja, aber zieht sich vielleicht in den Tagen davor, ne? Ja, es ist irgendwie, momentan ist viel los. Weil ich halt neben Arbeit auch noch APC-Gedöns mache und ich arbeite an Dingen für nächste Woche. Dennis weiß, wovon ich rede. Wenn ihr auch wisst, keine Ahnung, wovon du redest. Dann müsst ihr die letzte Morgen-Kaffee-Episode von gestern gucken. Genau, guckt euch die, ja. Dann guckt euch gleich noch, das ist eine gute Idee. Nutzt die Zeit, die wir jetzt nicht mehr machen und guckt den Morgen-Kaffee. Falls ihr den noch nicht gesehen habt. Aber ich finde, wir haben wieder ein paar schöne Sachen gesammelt. Wie gesagt, das ist der momentane Stand der Karte. Die wird sich dann jetzt um die Dinge, die wir heute gesammelt haben, erweitern. Und dann kann ich euch eventuell nächstes Mal schon was zeigen, wo dann auch schon Wald ist und so. Und mal gucken. Vielleicht setzen wir uns nächstes Mal schon an NPCs. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Yay, NPCs! Wenn wir den Sprung machen zu den NPCs. Wo wir dann das Dorf NPCs sind immer cool. Bevölkern. Da kann vor allem die Leute auch richtig schön mit reinwerfen und so. Und danach würde ich dann sagen, fangen wir an Quests zu machen. Wissen sie. Yes. Jo.
dass wir jetzt vielleicht ein, zwei Episoden, wahrscheinlich eher eine, weil meistens geht es relativ gut, wenn wir eine Episode damit verbringen, NPCs zu bauen. Aller möglichen Arten und Formen und dann die Episode danach wahrscheinlich fangen wir an schon mit Questgedöns. Und das wird, glaube ich, dann werden dann so ziemlich unsere Hauptaufgaben erstmal sein und danach wird es wahrscheinlich dann erstmal meine Aufgabe sein, das Ganze zu ordnen und daraus eine halbwegs brauchbare PDF zu bauen. Ja, also. Es kommt langsam. Es wird. Und wie gesagt, in 100 Folgen ist die Sandbox dann auch fertig. Ja. Wie gesagt, Quests wird wahrscheinlich sein eigener Unterbereich in dieser Playlist für Sandboxing so ein bisschen, weil wir dafür wahrscheinlich aufbringen auf jeden Fall. Ja. Weil die Quests sind halt das, was das Ganze füllt. Ne? Und die Leute hatten sich das ja gewünscht, dass wir Quests vorbereiten. Da werden wir wahrscheinlich, wir werden nicht alle ausarbeiten, aber wenigstens, dass du so, keine Ahnung, dass du grobe Wir werden vielleicht ein paar Quests ausarbeiten, wo man halt ein bisschen zu Hintergrund erfahren kann. Ja, und ein paar einfach nur so ein bisschen Lane. Und werden dann vielleicht Anregungen noch geben, die für Quest-Ideen, die ihr dann einbauen könnt. Ja, dass man sozusagen dann. Und die 1000 Ideen, die ihr natürlich selber habt. Ja, das wird natürlich was ziemlich Cooles, weil. Da kann man dann zum Beispiel so sagen, wie gesagt, wir arbeiten ein paar aus und dann hast du ganz viele, weißt du, die nur so irgendwie in 3-4 Sätzen grob beschrieben sind, was da passieren soll. Und davon hast du dann richtig viele, weißt du, und den Rest können die Leute sich dann bauen, wie sie wollen. Wir wollten ja auch von den 90 NPCs auch nicht alle komplett ausbauen, damit die Leute auch noch genug Lose haben, die sie einfach füllen können, wie sie die haben wollen. Wir werden halt so ein paar Hauptcharaktere ausbauen. Ja. Ne? Also ich denke mal so 10, 20, 30 Stück maximal und den Rest könnt ihr euch dann so basteln, wie ihr wollt. Ne? Sozusagen, eventuell könnte man, obwohl ja, das können sich die Leute fast besser selber bauen, eine Liste mit Namen, weißt du, wenn die Spieler spontan irgendwen ansprechen, aber das wird dann. Und wir halt könnten ja so ein paar zumindest, genau, ich finde es für die nicht so unerfahren und dafür soll es ja auch sein, sollten wir vielleicht so ein paar Namen einwerfen, wirklich nach Tabellen vielleicht geordnet, ne? Ein paar so eine W20er-Tabelle, weißt du? Genau. Einfach, dass man wirklich sagen kann, wenn die Spieler spontan einen ansprechen, dass du ein paar Namen hast. Und wie gesagt, ihr wisst ja selbst, wenn euch gar nichts entfällt, Alrik geht immer. Alrik ist immer da. Den gibt's in jedem Fantasy-Setting, den verdammten Bastard. Ja, dann würde ich sagen, was das für heute. Wir haben nicht ganz so lange gemacht wie sonst, aber ich glaube, das ist okay. Seht es uns nach, aber es war toll. Trotzdem mit euch wieder. Es war trotzdem am klasse. Sonntag. Wir haben ein paar schöne Ideen gesammelt, die gefallen mir auch eigentlich alle ziemlich gut. Da gucke ich mal, wie ich die alle unterbringe und das heißt NPCs. Ja, muss ja auch zum Setting passen, deswegen. Da kann man dann eventuell, dass wir relativ generische Namen geben, die halt, sag ich mal, in jedes Fantasy-Setting-Ding irgendwie so halbwegs reinpassen. Und dann Alrik Eisenforst, Alrik Pottforst, Alrik. Ja, ich würde dann sagen, für heute verabschieden wir uns. Weil ich und Dennis sind gerade am Kollabieren. Ich merke das halt auch, dass ich jetzt langsam wieder da reinrutsche. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Nächsten Sonntag wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Je nachdem, ob Dennis kann oder nicht. Gehe davon aus. Ja. Und nächstes Wochenende seht euch sowieso schon mal frei. Das wird das große RP-Wochenende. Oh Gott, da passiert so viel. Kündige das an. Guckt euch die Nachtschicht nochmal an, dann werdet ihr mehr wissen. Die Nachtschicht und den Morgenkaffee und was nicht alles. Meine ich ja, den Morgenkaffee. Habe ich Nachtschicht gesagt? Ihr seht, ich bin durch. Dennis ist voll fertig. Bei mir geht's noch so. Ja, habe ich lange nicht mehr so gehabt, aber das war so das erste Mal dieses Jahr wieder und das war gut, aber heftig. Ja, wie es immer so ist. Wie es immer so ist. Dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, liebe Zuschauer. Auch von mir. Wir sehen uns je nachdem, bei welchen Streams ihr so dabei seid. Es fängt, glaube ich, Freitag an und geht bis Sonntag. Sonntagabend. Es wird chaotisch. Es wird großartig. Wie gesagt, Freitag kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob sich eine gewisse Person auf Skype noch meldet. Nein, das will ich jetzt nicht. Nein, es ist nicht Engel, bevor irgendwer fragt.
Obwohl ihm nach wie vor noch schreiben dürfen, hey Engel, lad mal hoch als Hashtag. Hashtags. All the in diesem Sinne, ich bin raus für heute. Wir hatten heute erstaunlich gute Nacht. Hashtags. Gute Nacht. Goodbye. Auf da.